Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Juni-Haul. Ja, in diesem Video zeige ich euch, was ich alles im Monat Juni gekauft habe. Also, los geht's! Ja, fangen wir an mit diesem T-Shirt. Das ist von Zara. Ich stehe mal auf, damit ihr es ganz sehen könnt. Genau. Ja, also Simba und Nala passend jetzt zur neuen Lion King Season im Disneyland. Dazu habe ich auch die passenden Ohren an. Naja, auf jeden Fall, das T-Shirt ist von Zara, hat 16 Euro gekostet. Und ich muss euch noch das Etikett zeigen, was dazu war. Ich liebe das ja, wenn die Shops immer so Etiketten dran machen. Ich behalte die gerne und klebe mir die in mein Erinnerungsbuch. Dann hat die liebe Debbie was bei Shop Disney gekauft und mir auch was mitgekauft. Und zwar diese Funko Pop Ariel. Das ist die Szene, wo sie ja, aus dem Wasser kommt mit Beinen, wo sie auch nur so ein Segel anhat. Und die ist für den 30. Geburtstag von Ariel, die Meerjungfrau, rausgekommen. Und ich finde sie einfach so süß. Ich zeige es euch jetzt von Namen. So, hier seht ihr, ja, wie sie von Namen aussieht. Und ich finde, sie ist wirklich, ich liebe sie. Ja, auf dem Karton steht auch nochmal Special Edition zum 30. Geburtstag und die hat 20 Euro gekostet bei Shop Disney. Wenn ich die Links noch finde online oder wenn es die Produkte noch gibt online, packe ich sie euch unten in die Kommentare. Nicht Kommentare, Infobox. Ja, ich habe auch bei Shop Disney eingekauft einige Sachen und zwar fangen wir mit den Big Feels an. Ich habe für mich welche gekauft und auch für Debbie. Wenn man mehrere kauft, sinkt der Preis. Eigentlich kostet ein Big Feet 8 Euro, aber je mehr man kauft, desto niedriger wird der Preis. Deswegen haben wir uns einige bestellt. Einmal Mickey Mouse. Und ich habe auf Bildern sehen die so riesig aus, aber die sind gar nicht so groß. Aber die sind trotzdem ja, sehr süß. Mickey guckt so verschmitzt und was ich mit denen machen werde, ich werde die, also ich zeige euch das mal. genau, dann habe ich Minnie Maus mir noch natürlich gekauft, passend zu Mickey und zur Lion King Season Simba. Und auf jeden Fall, Mickey und Minnie werden mich auf meinen Urlauben durch die Welt begleiten und ja, für unterschiedliche Motive posieren. Und der wird jetzt dann ins Disneyland mitkommen für die Lion King Season. Aber wie gesagt, ich finde sie total süß, passen in jeden Koffer und sehen auch super auf Fotos aus. Ich habe schon einige Fotos gesehen auf Instagram von anderen Leuten und ja, ich freue mich, dass ich sie gekauft habe. Jetzt gibt es auch schon von Toy Story Big Feets und von Lion King und ich weiß gar nicht, Alice im Wunderland, genau. Also ja, ihr solltet mal hier auf jeden Fall vorbeischauen, weil ich finde sie total knuffig. Dann habe ich noch bei Shop Disney für Debbie und mich einmal diese Lego Surprise Packages gekauft, also diese, ja, wo man nicht weiß, was drin ist. Ich glaube, 9 verschiedene Figuren gibt es. Debbie hatte sich 2 bestellt, ich hatte einen und bei mir war Steamboat Mickey drin. Ich glaube, die haben 3 Euro pro Packen gekostet, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube 3 Euro. Und ja, ich bin ganz froh über Steamboat Mickey, obwohl ich ja noch das Lego-Boot habe, was ich noch aufbauen muss. Da ist zwar auch noch einer drin, aber der steht schon mal, der kann schon mal in mein Dekoregal. Dann habe ich mir auch noch für mein Dekoregal einmal, also das ist eine künstliche Pflanze, ist nicht echt, einmal Chip gekauft. Der hat 9 Euro gekostet und auch einmal Mickey Mouse mit so einer kaktusmäßigen Pflanze. Ich muss dazu sagen, dass ich bei Shop Disney immer 10% bekomme, weil ich ein Student bin, also einen Studentenrabatt bekomme. Also ja, ich habe euch jetzt die Originalpreise genannt, aber ich kriege noch 10% Abzug. Genau, also die 2 für mein Dekoregal. Ich habe die schon, also die gibt es ja schon länger bei Shop Disney und ja, ich habe immer mit mir gehadert, aber sie sind doch schon ganz süß und auch für Fotos super. Und man muss sie nicht gießen. Sie werden nie verwelken. Die werden immer so schön aussehen. Ja, für keinen grünen Daumen Menschen sind die perfekt, obwohl ich eigentlich einen grünen Daumen habe. Ich habe ganz viele Pflanzen, also echte Pflanzen bei mir in der Wohnung. Genau. Und das letzte Teil, was ich mir gekauft habe, war nicht passend zu dieser Jahreszeit, weil draußen sind es gefühlt 45 Grad, ist dieser Pullover mit Minimaus vorne drauf. Der war 30 Euro.
Aber meine Lieblingsfarbe, meine Lieblingsfigur hat mir einfach super gefallen. Der ist super bequem. Ich zeige euch auch noch da, ne, da, wie er angezogen aussieht. Ich mache ja jetzt ab sofort immer Try-ons. Nicht nur bei meinen Primark-Hauls, ja, verlinke ich euch auch nochmal bei dem i von meinem letzten Primark-Haul. Das mache ich jetzt auch bei meinen normalen Hauls, also mal bei meinen monatlichen Hauls, dass ich euch die Sachen anziehe. Bei dem T-Shirt, wie gesagt, das habe ich jetzt schon an. Und den Pullover habt ihr da. Oder? Ich glaube da. Egal. Ihr werdet es auf jeden Fall in irgendeiner Ecke dann sehen, wie der Pullover angezogen aussieht. Er ist super bequem, super weich, hält warm. Jetzt warte ich nur noch, bis es wieder kühler wird, damit ich ihn anziehen kann. Dann bleiben wir bei Klamotten. Ich bin ja bei Kleiderkreisel. Also ich verkaufe Sachen, aber kaufe auch hauptsächlich Disney-Sachen. Gebrauchte oder halt neue Ware, aber die sie halt da verkaufen, günstiger. Und ich habe ein neues Kleid entdeckt. Also es hat noch den Zettel dran. Ich zeige euch das erstmal. Also ich bin echt begeistert. Ich liebe es. Und zwar das hier. Das ist ja auch so ein Winterkleid, Herbstkleid. Es ist etwas dicker, der Stoff. Und ja, jetzt kommt der Hammer. Also hier steht A Collaboration between Disney and Wood. Ich kenne Wood nicht. Die Marke, vielleicht kennt ihr die. Aber wenn ich den Preiszettel hier richtig entnehme, weil der Originalpreis ist noch dran. Hier steht 360 Euro. Ja, 360 Euro. Hier steht auch noch, ich glaube, das ist dänische Krone, DKK 2600. Aber 360 Euro, jetzt muss ich euch verraten, was ich dafür bezahlt habe bei Kleiderkreisel. Man kann es kaum glauben, 30 Euro. Also, wenn das wirklich 360 Euro gekostet hat, habe ich ja echt einen Schnapper gemacht. Und ja, es passt mir super und das ist genau mein Stil von Kleidern. Ich zeige es euch auch nochmal, wie es angezogen aussieht. Aber also, ich bin wirklich hellauf begeistert. Dann kommen wir zu meinem nächsten Kleid, was ich gekauft habe. Ich bin ja jetzt seit neuestem irgendwie so EMP-Kleider-Fan. Ich hatte in meinem letzten Disneyland-Trip ein EMP-Kleid an. Ich habe sehr viele Komplimente dafür bekommen. Und jetzt habe ich mir noch eins bestellt. Es war im Sale. Es hat am Ende mit meinem Studentenrabatt bei EMP nur 17 Euro gekostet. Und zwar das hier. Das ist im Prinzip so so ein Ausschnitt. Also unten ist nichts. Und hinten ist auch nichts. Und hier vorne ist nur so ein kleiner Mickey-Kopf mit M. Und wozu das gut passen wird, der liebe Axel war in Florida und hat mir ein paar Ohren gekauft. Und die haben so einen amerikanischen Stil mit so einer Schleife an der Seite und so. Also ich zeige euch das in meinem nächsten Haul dann. Und die sind blau-rot. Und das ist ja auch so ein bisschen college-mäßiger Stil. Und ich glaube, die werden ganz gut dazu passen. Die werden auf jeden Fall jetzt auch in meinen Koffer kommen, weil ich morgen nämlich ins Disneyland fahre und er mir die Ohren gibt. Und dann werde ich das Kleid dazu anziehen. Ich glaube, das sieht dann ganz gut aus mit weißen Sneakern. Genau. Sehr süß. Dann, ja, weiter mit den Klamotten. Ich war bei Galeria Kaufhof. Naja, eigentlich waren wir mit Debbie mal in Koblenz in der Stadt unterwegs und dann waren wir, es war aber Feiertag, Geschäfte hatten zu und wir haben im Schaufenster diese Pullover gesehen mit Mickey Mouse drauf. Und haben gesagt, zum Glück sind die Geschäfte zu, weil sonst würden wir sie kaufen. Und da waren sie, glaube ich, schon reduziert auf 20 Euro. Und dann war ich bei Galeria Kaufhof bei mir, wo ich arbeite, in Bonn. Und da hatten sie eine 20% Aktion auf reduzierte Sachen. Das heißt, ich glaube, ich habe am Ende nur noch, warte, 16 Euro pro Pullover bezahlt. Und zwar einmal in Schwarz mit roségoldener Mickey vorne drauf. Genau. Und den gleichen nochmal in Weiß. Ich finde, die passen super zu so roségoldenen Ohren. Es gibt ja jetzt auch die neuen Ohren, die ich mir kaufen will. Im Disneyland Paris die neuen roségoldenen und die werden auch super dazu passen. Eine Jeans dazu und man ist angezogen. Und ich finde auch, die kann man ganz gut im Alltag hier anziehen, wenn man auf der Arbeit irgendwie so noch so einen Bubikragen drunter zieht. Sind die ganz arbeitstauglich. Und ja, ich war ganz froh, dass die nochmal reduziert waren. Also,
richtigen Schnapper gemacht. Ja, kommen wir auch dann schon zu meinen letzten Teilen, die ich aus dem Disneyland Paris habe. Ich war ja Anfang Juni im Disneyland Paris zum Magical Pride Event und da habe ich uns, also Debbie und mir, auch wieder einiges gekauft. Ich kaufe im Moment, glaube ich, irgendwie fast alles im Doppelpack, was mich nicht stört. Also ja, ich freue mich jetzt, dass ich jemanden gefunden habe, der meine Passion teilt mit mir. Und ja, auf jeden Fall habe ich uns dann einmal Deep-Ohren gekauft. Diese Jasmin-Aladin-Ohren mit dem fliegenden Teppich. Total süß und die funkeln so schön. Und ja, die kosten normalerweise 20 Euro, aber mit meinem Infinity-Rabatt kriege ich die für 16 Euro. Also einmal das Paar Ohren. Ja, Ohren. Jedes Mal Ohren. Bei meinem nächsten Haul werdet ihr auch wieder Ohren sehen. Ich habe schon einige, die ich kaufen muss und die ich bekomme. Und ja. Ach, und Selbstnähe auch noch. Genau, die kann ich euch gleich auch noch zeigen, die ich genäht habe. Mache ich mal gleich. Moment. Dann habe ich die noch, ja, gekauft vom Magical Pride Event. Und ich bin am Freitag hingefahren. Genau, ich bin am Freitag hingefahren. Am Samstag war das Event. Und ich wollte uns halt die Ohren kaufen. Dann bin ich in den ersten Laden. Dann sagen sie, nö, die sind alle ausverkauft. Ich dachte, scheiße. Dann bin ich in die Studios gegangen. Und da waren sie zum Glück noch vorrätig. Aber die waren am Ende des Events wirklich alle ausverkauft. Und deswegen bin ich ganz froh, sie zu haben. Die haben auch original 20 Euro gekostet. Mit Rabatt 16 Euro. So, dann, ja, während des Magic Pride Events gab es gratis T-Shirts, sponsored by Vella, steht hier an der Seite, schön noch dazu sagen, genau. Und ja, es sind alle Größen waren L, es gab verschiedene Farben und ja, einfach vorne hier dieses Magic Pride Logo mit Disneyland Paris. Ja, es ist jetzt, es gab halt gratis, ne? Es ist jetzt nicht das schönste T-Shirt, ich glaube, ich werde das auch als Schlaf-T-Shirt benutzen. Ich werde es nicht im Alltag irgendwo anziehen, im Park oder so. Aber ganz nette Geste und ja, es wird auf jeden Fall definitiv als Schlaf-T-Shirt dienen. Ja, jetzt zeige ich euch noch meine selbstgenähten Ohren. Moment. Ja, das ist mein erstes selbstgenähtes Paar Ohren. Ich bin ganz stolz drauf, obwohl man, wenn man genauer hinguckt, ja, sieht, dass sie selbst gemacht sind und noch nicht perfekt sind. Aber ich arbeite dran, dass sie perfekter werden. Also wie gesagt, es sind alles dann sozusagen Unikate, selbst genäht, mit Liebe. Und ja, ihr seht hier so Mickey und Minnie in so einem Comic-Look. Hier ist auch noch Daisy versteckt hinter der Schleife. Ja, ich bin ganz froh. Ich mag sie sehr gerne. Und ich werde sie auch jetzt in den Park mitnehmen. Ja, ich fange jetzt an, meine Ohren zu nähen. Habe auch schon ganz viele Stoffe und Ideen und Debbie hat auch schon ein paar bekommen mit Winnie Pooh. Das war mein zweites Paar und ja, es wird jetzt, ich sag schon, ich gehe schon in die Massenproduktion. Nein, ich habe schon für Freunde Wäsche nähen, ich habe schon ein paar Ideen und Stoffe und für mich und dann so passend zum, vielleicht ein Kleid oder ein T-Shirt nähen, dann passen die Ohren dazu und so. Ja, ja, bisschen kreativ werden. Naja, auf jeden Fall, das war's mit meinem Juni-Haul. Das ist alles, was ich im Monat Juni gekauft habe. Es ist schon ganz viel geplant, was ich jetzt auf dem nächsten Disneyland-Trip von Lion King Season kaufen werde. Das seht ihr dann in meinem Juli-Haul. Ansonsten, ja, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, einen Kommentar und auch ein Abonnement, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und auch nicht vergessen, die Glocke zu drücken, damit ihr immer die Push-Nachrichten bekommt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ja, also vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!